Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, da sind wir wieder, Let's Play Minecraft, freies Bauen. Wir bauen, wie ihr in den letzten Folgen vielleicht gesehen habt, eine kleine U-Bahn, die uns ein bisschen schneller von A nach B bringen soll. Mal Glas für unser Panorama, Unterwasserpanorama. Mehr brauchen wir auch glaube ich gerade nicht. Bin eigentlich glaube ich nur wegen Glas hier zurückgegangen. Ach nee, ich wollte auch. Uns mal. Muss das noch gebrannt werden eigentlich? Nee, ne? Granit muss jetzt nur zu sauberem Granit zusammengebaut werden. Ja. Ich möchte es jetzt einfach auch mal in dieser Folge testen. Und das fangen wir hier vorne an, weil insgesamt muss es ja passen. Ja, guck, da haben wir doch gleich schon mal ordentlich sauberen Granitstein. Wenn wir diese als Wand machen würden. Ich weiß, was als Wand, das wollen wir alles als Wand machen? Ja, wollen wir. Wir wollen zumindest gucken, wie es aussieht. Und entscheiden dann, ob man es komplett durchzieht oder nicht. Weil wir werden dann auch noch viel Marmor wahrscheinlich irgendwie brauchen. Nee, nicht so ein Blödsinn hier. Das war ein Stein verschwendet. Die Löcher müssen nicht unbedingt dicht gemacht werden. So, ich finde, das passt. Ich mache das auch nochmal auf der anderen Seite. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr Bock habt, hinterlasst mal einen Kommentar. Ob ihr sagt, oh, das geht gar nicht, sieht furchtbar aus, oder ob ihr sagt, ja, gar nicht so schlecht. Dann machen wir die Seite auch noch. Das heißt natürlich, wir brauchen echt viel. Wenn man sieht, wie viel geht pro eine Fläche, geht fast ein ganzer Stack bei Flöten. Und wir haben nur drei knapp. Die Decke würde man so lassen oder wir bauen noch irgendeine hellere Decke ein. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähnlich wie Sand, Sandstein oder irgend sowas als Decke vielleicht zu haben. So, testen wir das nochmal ein Stack weiter. Wo waren wir denn jetzt? Wir haben ja noch gar keinen weiteren. Ne? Hier wäre theoretisch unser nächster. Unser nächster Holz. Das war blöd, dass wir das hier schon alles auf den Boden gesetzt haben. Wir sind schon wieder voll. Vollkommen vollgemüllt. Der muss auch weg. Haben wir vergessen. So meinen wir das ungefähr. Jetzt bauen wir die roten mit Antriebsschienen. Brauchen wir auch gerade hier nicht. Ach, das ist der andere sieht hier, ne? Der alberne, den brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir es auf dem Boden lassen sollten. Irgendwie finde ich, sieht es doch fast besser aus, wenn wir das oben drauf machen und dazu zumachen würden. Dann wäre der aber auch hier. Ich lasse das jetzt erstmal unten. Verdammt nochmal. Dann wäre hier wieder einer. Richtig, richtig. So, dann. Ne, hier wieder die Fackel hin. Hier auch. Wir könnten die in der Mitte ja auch immer oben setzen lassen. Damit
wir denn die Seite hier zum Beispiel auch dicht machen können. Das wird wahrscheinlich echt ein bisschen cooler aussehen. Ein bisschen einheitlicher, gleichmäßiger. Na, der würde dann natürlich auch hier hinkommen und die Fackel müsste dann hier hin. So, nehmen wir erstmal mal diese komplette Wand hier weg. Ja, nehmen wir die Fackel weg. Dann können sie ja wieder setzen. Ich glaube nicht, dass in der Zwischenzeit jetzt hier so schnell ein Creeper spawnt, der uns unser Bauwerk zerstören könnte. Ich würde auch schon mal überlegen, wenn wir hier so Marmor vorkommen sehen, dass wir die gleich mit wegreißen, denn wir brauchen noch viel Marmor. Und zwar hier den guten polierten. Oh nee. Aber es wäre natürlich echt schöner, wenn wir da eine effizientere Spitzhacke für hätten. Wenn wir jetzt wirklich die ganze Zeit Marmor farmen, dann kommen wir gar nicht mehr voran. Aber ich will einmal dieses Vorkommen hier aushöhlen. Kommt hier eine Fackel mit rein oder zwei, damit hier nichts spawnt. Wir könnten das auch mit Andersit oder irgendwie so einem schrottigen Kram, den wir nicht brauchen, wieder dicht machen. Das ist auch ein schön großes Marmor-Vorkommen. Sammeln wir es aber gerade gar nicht auf, weil wir wieder vollgemüllt sind. Kann das sein? Ist das die Möglichkeit? Lasst uns doch mal hier ein paar Fackeln machen, dann haben wir nämlich wieder Platz. Man könnte natürlich aus einem Bau doch erstmal den Marmor weg, den wir haben, ich glaube. Aber wir werden eh später oder früher mehr Marmor brauchen. Deswegen sollen wir mal, wenn wir so ein bisschen hier auf Marmor stoßen, das auch gleich ein bisschen aushöhlen. Ja, guck, Eisen können wir da auch noch ein bisschen mitnehmen. Hier sind wir wahrscheinlich schon an der Oberfläche angekommen. So, normale Fackeln, bisschen Licht, damit hier nichts spawnt. Und das wieder dicht machen, das ist auch Verschwendung. Aber ein geheimer Tunnel, vor allen Dingen, ein geheimer Raum, den wir wahrscheinlich nie in unserem Minecraft-Leben hier wiederfinden werden. Aber nicht ganz so schlimm, finde ich zumindest. Ach, das ist doch blöd. So, jetzt haben wir gleich zwei Felder jetzt hier mal komplett fertig. Dann kann man schon mal ein bisschen mehr abschätzen. Ja, also mit einer helleren Decke, glaube ich, gar nicht ganz so verkehrt. Hier natürlich immer wieder die Mitte wiederfinden, ne? So, aber das sind nachher echt nur noch so ein bisschen Verschönerungsarbeiten, an die wir uns jetzt nicht unbedingt machen müssen. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen unser Panoramadach fertig machen, aber vielleicht verballern wir noch die letzten, dass wir hier noch den dritten zumindest fertig machen. Wir haben sonst einfach zu viel Zeugs auf Tasch. So, hier sagt man dann jetzt auch sowas. Fackel. Ein bisschen schicken Marmor haben wir noch.
Seite müsste auch wieder. Ja, das ist tatsächlich nur noch die Frage, was machen wir mit der Decke? Ein Sandstein oder sowas, damit es echt ein bisschen hell wirkt von oben. Und dann wäre es theoretisch fertig. Kohle haben wir aktuell eh keinen Platz im Inventar. Nein, wir sind komplett zugemüllt mit allem, mit allem Möglichen. Oh Mensch, ich verbaue mich zu oft. Das wäre dann der nächste Abschnitt. Das wäre der nächste Abschnitt. Achso, und hier müssen wir erstmal wieder. Hier kommt erstmal wieder Holz hin. Geht. Viel ist es ja leider nicht. Was können wir denn wegschmeißen? Wo ist denn der andere sieht jetzt eigentlich hin? Den brauchen wir doch nie, den haben wir aber irgendwo. Na, hier haben wir noch ein bisschen Eisen, was wir mit raushauen können. Ach, das nehmen wir schon mit. Das ist eine ziemlich große Quelle hier, Eisenvorkommen. Schreiben müssen jetzt da hinten ist noch mehr. Ja, ich weiß nicht, wir müssen hier eine Fackel reinsetzen. Und dann können wir es hier wieder dicht machen. Wir könnten das natürlich auch mit Erde dicht kloppen, ne? Da können wir endlich machen und hätten wir Verwendung für unsere ganze Erde. Unsere größere Löcher in die Wände reinhauen. Ich glaube, wir verkraften es auch, wenn wir dafür ein paar Fackeln opfern. So, keinen sauberen Marmor mehr? Nö, dann bauen wir jetzt mal hinten weiter. Und zwar brauchen wir dafür wieder ein bisschen. Jetzt haben wir den Andesit aufgesammelt, ne? Wo waren wir denn stehen geblieben? Hier haben wir noch so viel Marmor. Das holen wir uns alles noch. So, hier hinten. Das ist eine schöne Aussicht hier, ne, auf die ganzen Tintenfische. Da scheint doch aber irgendwie oben auch kein Glas zu sein, sonst würde das hier doch nicht durchtropfen. Siehste? Aber das ist blöd, weil hier soll ja eigentlich auch sowas nicht hin. Hier soll sowas hin. Sieht aber schöner aus, wenn da oben Glas sitzt, weil man dann durchgucken kann. Dann machen wir das hier auch nochmal, oder? Warte doch mal kurz. Hier kommt so einer und dann so einer. Dann haben wir da auch eine saubere Abschlusskante. Ja, guck, jetzt hat er uns hier die ganzen Schienen wieder weggespült. Das müssen wir jetzt hier auch nochmal machen. Genau, der kommt weg. Der kommt weg. Dafür kommt da Glas hin und hier dann so eine. Dann haben wir hier eine saubere Kante. Und vor allen Dingen ist Topf dann auch fast nirgendwo durch. Ja, das ist aber blöd. Da oben soll natürlich nicht das hin. Da kommt dann der hier hin.
So, hat man sich den Anasit aufgesammelt. So, dann kommt hier. Ja genau, da muss ja dann noch irgendwas hin. Was ist das? Und hier sollte dann doch jetzt, genau, hier würde theoretisch ganz einfach glattes Zeugs drauf kommen. Ups, billiger Tintenfisch. Mann, was ein Bauprojekt hier. Oben könnten wir das so lassen, finde ich. Das hier müsste aber noch weg. Und das müsste auch weg. Dafür kommt, wird das so dicht gemacht, ne? Hier strömt auch weiter, da können wir aber Blödsinn hinsetzen. Guck mal, das nehmen wir auch noch weg. So, dann hätten wir das dicht. Der kommt weg. Kriegen wir es langsam. Das ist auch echt mit das schwerste Baustück, muss man ja auch mal so sagen. Ne? Aber was da über noch ist, soll uns mal nicht so wirklich interessieren. Können wir nichts für. Tunnelbau ist nicht einfach. Alter. Ab du Krake. Treffen die so nicht. Auf hier durch unsere Glasscheiben zu glübschen. Ach, falsch. Wir haben aktuell gar nichts hier. Naja, wir bauen erstmal nur weiter weg, ne? Naja, warte, hier sollte so einer hin. Dann bleiben wir auch dabei. Hier noch einer. Na, hier ja nicht, aber hier würde wieder der nächste kommen. Sollen wir das erstmal. Hier unser Holz hinsetzen. Ja, genau. Haben wir schon 64. Was können wir denn aktuell mal bitte wegschmeißen oder nochmal zusammenstacken? Das kann doch nicht wahr sein hier. Das geht nicht ganz. Wollen wir denn erstmal hier noch ein paar loswerden von? Haben wir ja immer recht schnell leer gekriegt, oder? Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Für die heutige Folge war es das schon wieder. In der nächsten Folge werden wir dann auch hier den Unterwasserweg fertig bekommen. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich über einen Kommentar, Like und so freuen, wenn ihr dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Danke, bis dahin.